Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Ich bin jetzt gerade erstaunt über den Anfang, muss ich sagen. Ein Backpack. Eigentlich war mein Plan, ich muss ja bis dahin wieder spielen, wo meine Preview aufgehört hat, und wollte das aber auch trotzdem aufnehmen. Nicht um zusätzliche Klicks abzugreifen, nur weil ich recht sicher bin, dass ich noch ein paar Zuschauer habe, die sagen, pass auf, wenn du es normal spielst und vielleicht andere Dialoge nimmst, dann würde ich es aber ganz gerne mal sehen. Und das kommt dann Dienstagabend raus, und Mittwoch wollte ich dann eigentlich die erste richtige Folge rausbringen, die ihr dann noch nicht kennt. So, dann jetzt bin ich gerade verwirrt. Nimm mal den Rucksack. Aha. Okay. Dass das jetzt ganz anders anfängt, damit hätte ich gar nicht gerechnet. Das finde ich aber interessant. Ich weiß, dass ich zu dem Auto hin muss. Wir können uns doch trotzdem umgucken, oder? Ich habe es nämlich nicht eilig jetzt. Und ich lasse mich auch nicht hetzen hier. Okay, wir gehen zum Auto. Geht's ja so gut. Julia möchte einen Hund haben, okay. Man hat ja in dem Preview schon gesehen, der trägt einen Ring, ne? Also muss er verheiratet sein. Ein Beagle, okay. Okay, nehmen wir den Beagle oder nehmen wir den Shepherd? Warte mal, there's this coffee anders als Beagle. Julia is in love. She wants to bring in her outline. There's also an intimidating but gentle-eyed German Shepherd. Nothing bad could happen to Julia by walking this dog. Okay. Ja, ein deutscher Schäferhund. Da könnte Julia nichts Böses passieren, wenn sie mit dem rausgeht. Aber Julia ist in den Beagle verliebt. Oh, ich habe da so eine doofe Vorahnung. Aber man kann das Schicksal nicht ändern. Wir nehmen den Beagle. The Bucket is a good dog. Make later you have good. Okay, eine Woche später haben wir den anderen Hund komplett vergessen. I send a few and I'll have some, a couple of little idiots, yeah. Okay, Kinder, eines Tages, warum beeilen? That would be pretty good. In that case, we should probably get married. Yeah, I would like that. These kids are going to be screwed up enough. It's probably the best that their parents are hitched. Self-fulfilling prophecy, was? Jetzt kommen wir hier das erste Mal an, ja? Ich kann endlich Fotos machen. Die Ankunft. Ja. The Arrival.
ist ja interessant. Okay, Julia hat sich 4 Stunden verspätet. Sie ruft nicht an. Ich mache mir Sorgen. Ich werde von Minute zu Minute verärgerter. Ich komme nach Hause, nachdem ich ins Bett gegangen bin. She's not quite drunk, but she's clearly having a fun time. Okay. You ignore, you get mad. You get mad ist doch, dass ich mich aufrege. Ignorieren ist aber auch schlecht. Ignorieren ist ganz schlecht. Ich ignoriere Menschen nicht gerne. Ich mag auch nicht ignoriert werden. You fight when she gets between the sheets. Den Teil verstehe ich nicht so ganz. Verstehe beide Sätze. Also den kann ich einordnen, den kann ich nicht einordnen. Ich nehme den mal. Okay, kein Weg zurück. Es gibt übrigens russische Untertitel mittlerweile in dem Spiel, aber leider noch keine deutschen. Die arbeiten dran. Two Forks. Ah, okay. Wow. 1982. Julia and Roy. Enjoy a walking bucket at night, okay. Oh. Okay. Und versucht uns mit dem Messer anzugreifen. Butt gets kicked. Ja, verjagen wir den Angreifer oder hauen wir ihn ins Gesicht? Der hat unseren Hund getreten. Die Arm gets cut up. Okay. Tja. Es ist weit weg, 2000 Meilen.
das ist schwierig. Okay, schwierig. Bucket is getting old, ja, schön, kann ich kann da nicht. Ach ja. Demenz ist schwierig, ne? Okay. Sometimes you get the zero cards. Okay. Okay, schwierig. Das ist traurig. So, da bin ich wieder. Ich weiß nicht, ob der letzte Satz drauf war. Ich habe gesagt, ich brauche mal kurz eine Pause. Nein, das... Nein. Nein. Thank you.
Okay. Das ist mein Job. Ich bin hier nicht einfach so, um... Ja. Nicht zur Entspannung. Weil er nichts anderes mehr ist. Okay, das kriegt echt eine ganz andere... Oh, mir ist richtig schwermütig. Okay, das war harter Tobak, fand ich. Gut, zurück zum eigentlichen Plan. Ich spiele das jetzt heute noch. Ich empfehle jedem, das werde ich auch in der zweiten Folge sagen, den Anfang hier zu gucken, der ist wichtig. Aber die erste reguläre Folge kommt am Mittwoch. Dann ab da, wo ich gespielt habe. Ach, ich mache erstmal einfach. Ich mache einfach erstmal hier. So. Hello, Two Forks Tower. Hello? Whoever this is? It's Henry, right? Yeah. Ich hatte ja auch Dialoge ausgelassen. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So what's wrong? What's wrong with you? That's a great Und ich idea. Auch immer antworten. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Okay. You have killed 3 ex-husbands. Now the back. You're rebelling. Okay, you're probably just rebelling against a mom who wishes you had given her grandkids, by the sound of your voice, at least 15 years ago. You come out here and it really grinds her gears and you love it. Can I sleep now? Well, she also says I fuck immature men, but in my defense, who wouldn't want a 28-year-old with ambition and energy and some fire in his belly in bed? Me, I'm going now. Just a second, now it's my turn. Okay, good night, bye. Let's see, I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. Hm. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Ja, welcome to the job. Eine Taschenlampe. Ich habe eine Schreibmaschine. Wie komme ich auf Taschenlampe? Ich habe in der Tat eine Schreibmaschine und schreibe eine Novelle. Das ist schräg. Da ist sie auch schon. Good morning, Henry. Well, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Okay. Machen wir das. Hey, sorry, guess I slept in. Sie selbst sitzt you nicht got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Oh. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? Da oben ist sie. 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Yep. Okay, yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne. He uses to spot, you guessed it, fire. What the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Are those fucking fireworks? Wo waren die nochmal? Da? Ja, da. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if ja, I remember right. Das sei alles there should klar. Be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Convenient smart. Smart? Shut up. Sorry. Oh, es ist schön, dass mich das Spiel so schnell wieder zum Lachen bringt. Ah, das ist nice. So, hier lang. Ach
Strecke mit R laufe ich, ja, genau. So, okay, also wie gesagt, Plan war, ich mache jetzt heute hier die Folge und wollte jetzt eigentlich so weit kommen, bis ich, das machen wir nochmal, so weit kommen, wie ich gekommen bin. Jetzt hätte ich aber nicht so lange Vorspann erwartet. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Wie gesagt, auf der einen Seite wollte ich jetzt nicht nochmal genau dasselbe zeigen, wie schon in der Preview. Auf der anderen Seite bin ich mir recht sicher, dass ich ein paar hartgesottene Zuschauer haben, die sagen, das gucke ich mir nochmal an, wenn du andere Dialoge nimmst und einen anderen Weg läufst vielleicht. Also jetzt hin nicht, ne? Aber hinten bei dem Typen da, der da stand mit der Taschenlampe. Außerdem scheine ich ein paar Sachen vergessen zu haben und vielleicht kommen wir ja jetzt schneller hin. Ich wollte eigentlich was schneiden, aber ich lasse das jetzt einfach mal so. Also so den Laufweg wollte ich vielleicht schneiden. Old Rope, das nehmen wir mit. Hey, die Holzgeräusche sind aber auch neu hier. Moment, vielleicht können wir die Granola-Bar mitnehmen. Wir können ihn gleich essen. Machen wir mal. Haben wir auch nicht getan letztes Mal. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Ich glaube, ich bin einen anderen Weg gegangen. Werden wir sehen. Wir kriegen das schon hin. Ja, das Feuerwerk hören wir schon. Hey, da vorne müssen wir hin. So, ich schneide den jetzt einfach mal nicht. Auf die 3-4 Minuten kommt es nun auch nicht an. Vielleicht schneide ich nachher den Weg am Wasser. Aber so, man hat mir geschrieben, ich habe ein paar Sachen vergessen und übersehen und auch Dialoge verpasst. Und das möchte ich nochmal eben nachholen. Und dann geht es am Mittwoch dann regulär weiter. Wir wissen ja, was passiert. Achso, ich muss nach wie vor absteigen. Also bis zu den Mädels am See schneide ich mal. No. Nicht. Würde ich sagen. Ja, mein Ehering. Hm. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No. I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. So. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. So, die sammeln wir natürlich wieder auf. Aber wir reporten sie natürlich. You know what? Fuck it, I'm not the maid. Finding a bunch of empty beer cans, they threw them all over hell. The idiots down at the lake? Mm-hmm. Yeah, them. I just found where they're hanging out. People should be shitty men that drink shitty beer, okay? Hey. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. What, you don't like a cold Musqualite on a hot day? No, no, I do. But then again, I didn't say my manners weren't good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. So, jetzt können wir sie ja aufnehmen. Die räumen wir natürlich wieder weg. Und da, das ist jetzt nicht mein Stil. Ich könnte jetzt das Einsammeln der Bierdosen schneiden, aber das ist echt nicht mein Stil. Das ist, ich bin nicht so ein Typ, der jeden Krams rauscutten muss. Das tut nicht Not. Also, weiß nicht, so kennt man mich nicht. Und deshalb mache ich das auch nicht. Wer meint, er möchte das tun, kann ja kurz vorspulen. Aber ich werde die Sachen hier nochmal alle reporten. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. So, die nehmen wir auch noch auf und entsorgen die. Dann reporten wir auch das Campfire. Das haben wir nämlich auch nicht gemacht. Immer schön alles reporten. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Yep. Haben wir auch von alleine gemacht, aber jetzt hat sie uns das auch nochmal gesagt, dass wir das tun sollen. Hm. Oh shit, ferret or Irish.
Nö. Den reporten wir nicht. Ich finde ihn nämlich gut. So, okay. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Mhm. Ist about. Well, I put out their fire. Man, I would have named that forest fire something good, too. Hey, I can always restart it. No. I think your first instinct was the right one. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Okay. Machen wir das. Machen wir die Folge hier ein bisschen länger. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Remain professional, okay. Okay. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? There's a. Ooh. Yes? Nothing. Forget it. If you say so. I found them in the lake. Skinny dipping? Yeah. Skinny dipping. Oh boy, enjoy dealing with that. Also, das hat sie wohl gehört. Okay. Spielen dann mit immer noch irgendwelchen Wunderkerzen. Yeah, put the fireworks. You gotta take it easy with the fireworks, alright? You ought to take it easy at the Sizzler Buffet. Chelsea? What? He's just some loser out in the woods. Yeah. I mean, he's grody. Sie werden immer noch beleidigend. Oh, hey, put that down. Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. Ugh, this guy's creepy, Chelsea. You probably have a tiny dick. Chelsea? It's my boombox. Can we go? Let's just run to the other side of the... Look, I'm sorry for... You asshole! Oh. Light another firework and it won't be your stereo I wreck. Oh, fuck you! Das wollte ich gar nicht. Yeah, fuck you! You'll fucking pay for this. You can't just harass girls in the woods. Let's get out of here. Hm. Okay, das war nicht wirklich beabsichtigt, aber kann er denn keine Sachen vernünftig ablegen, Mensch? Gut, okay. Hey, that go okay? I might have got a little hot. What's a little hot? Some of their personal property took a swim? Ugh. Well, I can't do anything about it now. Nope. Thanks for dealing with him, though. Seriously. Hm. No problem. Ja, okay. Hm, das, Okay, aber ich habe es anders gemacht als beim letzten Mal. Haha. So, okay. Jetzt würde ich hier mal eben schneiden und bis da hinten hinlaufen, weil wir wissen, was hier passiert. Nämlich, hier passiert gerade nicht viel, bis auf den Typen da. Ich bin sofort wieder da. So, ich nehme jetzt doch mal ab hier weiter auf. Machen wir halt eine sehr lange Folge, weil ich kann dieses Horn nämlich auch reporten. There's a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone, and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess okay. This is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Okay. Packen wir es da mal rein. Ein Antler. Man lernt nie aus. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave? I don't know, rocks? NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Hello?
I bless the rains down in Africa! Oh, Mann. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in, they never come out. Geil. So this is another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. Okay, geil. Okay. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Mm-hmm. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Aw, sorry, Hank. Tja, it needs keys. Gut, haben wir nicht. Okay, irgendwo werden wir schon Schlüssel herkriegen. Aber es ist schon schön, wenn man andere Dialoge mal nimmt, muss ich sagen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Dann wird dieser... There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Mich nie aufgekommen. Henry, there's something I... Something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Geil. Look, das ist bumping so geil, into someone der Dialog. In the middle of nowhere is part of the fun. So, diesmal gehen wir nicht da hoch, sondern wir gehen hier entlang. War das hier? Oder muss ich hier wieder klettern? Nee, hier kann ich ganz normal den Pfad hochlaufen. Oh, das wird eine echt lange Folge werden. Wie gesagt, ich würde da so halbwegs nahtlos anschließen. Moment. Hier ist doch wieder den anderen Weg. Nee, ich habe schon abgekürzt. So ist es nicht. Aber hier muss ich auf jeden Fall hoch. So oder so. Alles klar. Naja, da kommt wieder das Close-Sign. Okay. Man kann es also nicht vermeiden. Das wäre jetzt mein Versuch gewesen. Well, that trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Oh. Wir haben noch mehr gefunden, das Wooden Sign und, So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas and, well, you don't have much in the way of electronics, so... What about my hair dryer? Ich will die Dialoge trotzdem eben alle ausschöpfen, auch wenn wir die schon kennen. I could never. Weil ich nicht weiß, wie sich das auswirkt auf die zukünftige Konversation. Just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. Na, komm. I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the wilderness safe. A shrink would have a field day with you. Thanks, Mom. Hey. I like the outhouse in that rustic... I'm roughing it, sort of way. Yeah, it's a little privacy among the seemingly endless expanse of... Well, privacy. I like it all the same. Man kann doch viel, viel mehr. Wo ist das Schild jetzt hin?
So, okay. Jetzt würde ich mich an dieser Stelle verabschieden. Wir wissen, was da vorne gleich passiert. Und dann fängt Tag 2 an und dann hoffe ich, dass das Spiel nicht buggt, weil das war wohl ein Bug. Die Preview ging wohl eigentlich noch weiter, hatte man mir geschrieben. So, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich fand den Anfang ziemlich dramatisch. Und ja, jetzt freue ich mich auf die nächste Folge. Bis morgen. Tschüss.